Nehmen wir auch gleich auf hier. Der Clown des Todes! Oh mein Gott! Yum, 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 yum. Sayonara. Boah, sind die Sounds bei euch auch so laut? Ja, das wird lustig mit den Sounds, wenn ich Horror spiele. Morgen wollte ich ja um 22 Uhr. Fatal Frame wieder mal spielen. Mal sehen, ob ich es schon schaffe. Mich von anderen Spielen zu lösen. Ich muss mir ich muss noch mal gucken, ob ich dann irgendwie mal mir im Kopf einen Plan erstelle, was ich alles nächste Woche so spiele, weil das neue Pokémon kommt nächste Woche weiter. Und Yu-Gi-Oh! Will ich ja auch spielen. Wir werden das neue Pokémon auf jeden Fall testen und Yu-Gi-Oh! Werden wir, ich glaube, nächste Woche so ein, zwei Parts Yu-Gi-Oh! Aufnehmen, damit ich dann auch was hab. Ah, machen wir mal Clown des Todes hier. Dieses Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Du warst uns doch schon mal einmal eine große Hilfe, was mich gerade zum Thema bringt. Ich könnte deine Unterstützung abermals gut gebrauchen. Es gibt da eine Sache, die mir keine Ruhe lässt. Wie du bestimmt mitgekriegt hast, feiern wir aller Schutzheiligen und mit dem Fest rückt auch die Gaukler vom fahrenden Circus Continental an, die man erfahrungsgemäß besser im Auge behalten sollte. Nur hat sich merkwürdigerweise dieses Jahr noch kein einziger von ihnen blicken lassen. Dafür ist jemand anderes aufgetaucht, ein seltsam geschminkter Mann mit einer roten Nase, um den sich merkwürdige Gerüchte ranken. Wenn das nicht zum Himmel stinkt... Ich habe jedenfalls sofort eine Untersuchung in die Wege geleitet, um mehr über den Mann in Erfahrung zu bringen. Aber leider bin ich bisher nicht so weit gekommen. Vielleicht hast du ja mehr Erfolg als ich. Würdest du dich bei den Bürgern Britannias umhören, ob nicht zufällig jemand etwas über den Mann mit der roten Nase weiß? Vielleicht ist das ein Naseweiß. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Die ganze Sache lässt mir einfach keine Ruhe. Ich werde meinerseits weiterhin versuchen, an Informationen zu über den Mann zu gelangen. Sobald du etwas in Erfahrung bringen könntest, gibst du mir Bescheid, ja? Ich glaube, das Event wollten sie eigentlich zu Halloween pünktlich bringen, aber haben sie nicht geschafft und die wollten es wahrscheinlich nicht dieses Jahr erst warten bis Oktober scheinbar. Ich weiß nicht, warum sie sonst so spät das bringen. Ein Mann mit einer roten Nase? Na gut, ich verrate dir ein Geheimnis. Aber wie das so oft, wie das so mit Geheimnissen ist, sie sind geheim, also pssst. Er hat mich auf sein Schloss eingeladen. Ich wollte gerade die kühle Abendluft um Flussufer genießen, als er wie aus dem Nichts auf einmal vor mir stand. Ich fand ihn erst ein bisschen lächerlich mit seiner Karnevalskleidung.
und der roten Nase. Aber als wir ins Gespräch kamen, verstanden wir uns prächtig. Und am Ende lud er mich sogar zu einem Bankett auf seinem Schloss ein. Er meinte, das Bankett werde im kleinen Rahmen stattfinden. Nur einige ausgewählte Freunde wollte er einladen. Ich fühle mich geehrt, dass er mich dazu zählt. Aber wie gesagt, das alles muss unter uns bleiben. Man könnte es jetzt auch Karnevals-Event nennen, oder? Obwohl, wann ist Karneval? Ist doch erst im Februar, ne? Oder März? Nee. Ich hab keine Ahnung. Karneval ist mir nämlich sowas von Schnuppe. Es tut mir leid. Ich verkleide mich nächstes Halloween zum gruseligsten Geschöpf aller Zeiten, einen Clown. Nervöser Junge. Ein Mann mit einer roten Nase? Nein, den habe ich nicht gesehen. Er hat mich auch nicht auf sein Schloss eingeladen. Ehrlich? Ehrlich? Ich wollte mich doch noch umziehen. Also gut, ich habe ihn gesehen. Er sprach mich auf dem Heimweg an. Er sagte, dass er mir Süßigkeiten und Spielzeug geben würde, wenn ich ihn auf seinem Schloss besuche. Aber ich musste schwören, niemandem etwas davon zu erzählen. Bitte verrate mir nicht, dass ich dir das gesagt habe. So, wir sind ja in Gridania. Da kann ich auch neue Klamotten anziehen. Mal sehen, was haben wir denn da Schönes? Habe ich noch ein Halloween-Outfit? Nee, ne? Okay, wir haben zur Auswahl. Schuluniform. Und das hier. Nehmen wir das. Ich steck mal die Waffen weg. Ist ja kein... Waffen wegstecken, habe ich gesagt, Murasaki. Immer diese Teenies heutzutage.
Ein seltsam geschminkter Mann mit einer roten Nase sagt mir nichts. Aber ein Freund von mir meinte, ihm sei neulich ein merkwürdiger Mann aufgefallen. Er habe bunte Kleidung getragen, ein bisschen wie ein Zirkusclown. Er soll ihn aber nur von hinten gesehen haben. Daher weiß ich nicht, ob es der Mann ist, den du suchst. Okay, frag nicht. Ich frag besser nicht. Wer hat nicht schon von dem Mann mit der roten Nase gehört? Hier in der Gegend ist er in aller Munde. Sag bloß, du willst ihn ebenfalls treffen. Zuerst bin ich aber dran, damit das klar ist. Er soll unglaublich reich sein und auf der Suche nach Freunden, mit denen er sein Vermögen teilen kann. Ich will sein Freund werden. Ja, er hat Geld. Ich will sein Freund sein. Ist klar. Mhm. Oh, Tänzer, spoilert mir nicht das Tänzer-Outfit. Oh, ich weiß, dass es schön ist. Von daher. Ich freue mich schon auf das Tänzer-Outfit. Deswegen will ich auch die Story schnell weiterbringen. Ich überlege schon, wann ich das Event auch wieder hochladen kann. Weil es ist ja aller Schutzheiligen. Wo ich das wieder so mache, wie die anderen Events in letzter Zeit, einfach zwischen die Story quetsche. Als Part X.1. Nun, ich bin aber gespannt. Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Oh, ich muss heute auch noch ein paar Sachen hochladen. Also für nächste Woche planen. Er lockt die Leute mit süßen Versprechungen auf sein Schloss und gleichzeitig verlangt er von ihnen Stillschweigen darüber zu bewahren? Ha, ich wusste doch, dass der an dem Kerl etwas faul ist. Meiner Nachforschung zufolge wurde der Mann mehrfach am Flussufer gesichtet. Wenn wir uns in Flussnähe auf die Lauer legen, taucht er bestimmt früher oder später auf. Vielleicht ist es doch besser. Jedoch besser, wenn du das übernimmst. Ich treibe mich auf der Suche nach Informationen schon seit einiger Zeit in der Stadt herum. Und es kann sein, dass ich dabei unbeabsichtigt seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Sicher ist sicher. Würdest du für mich diese Aufgabe übernehmen? Ich werde mich im Hintergrund halten, aber in der Nähe bleiben, um sofort zur Stelle sein zu können, falls die Gefahr droht. Vielen Dank. Dann lass uns zum Flussufer bei der Gerbengilde aufbrechen. Da kommen wir wieder ins Hautheke Herrenhaus. Das ist ja immer bei den Halloween-Events, kommt man ja immer in das Herrenhaus. In letzter Zeit. Letztens war es, glaube ich, nur einfach so. Da war eigentlich nichts so Interessantes. Aber ich habe mich vertan. Ich habe ja gesagt, ich glaube, das war letztes Mal ja mit dem Prinzessinnenfest. Aber nee, stimmt gar nicht. Das Prinzessinnenfest kommt ja noch mit dem Valentinstag da. Ob das Valentinstag-Event auch diesmal auch pünktlich kommt? Also gleich nach diesem Event? Am 2.2. ist ja vorbei mit diesem Event. Am 14.2. ist ja Valentinstag. Guten Tag, junge Dame. Aber der Tag ist mir eigentlich Schnuppe. Obwohl, an dem Tag kann ich ja was Schönes mit dem Blake unternehmen. Spielen wir doch mal wieder eine Runde Ruby. Das wäre doch was. Nein, nein, nicht dort. Ich bin hier. Hier bin ich. Oh mein Gott.
Tada! Darf ich ihn schlagen? Schnell? Nun guck doch nicht so ängstlich. Misstraust du mir etwa? Das macht mich jetzt aber traurig. Deine äußerste Erscheinung ist ziemlich ungewöhnlich. Was? Gefalle ich dir etwa nicht? Dabei trage ich meine beste Kleidung. Doch ich wollte mich ja vorstellen. Ich heiße Gevatter Pierrot. Und bin ein lustiger Clown. Hahaha. Und du? Wie heißt du, meine Liebe? Geh weg, bitte. Murasaki. Ich bin entzückt, deine Bekanntschaft zu machen. Jetzt, da wir unseren Namen kennen, sind wir so etwas wie Freunde, nicht wahr? Meine Freunde sind auf meinem Schloss jederzeit willkommen. Bald findet ein kleines Festgelage statt. Ich darf doch hoffentlich mit deiner Anwesenheit rechnen. Psst, das muss aber unter uns bleiben. Du darfst niemanden von der Einladung erzählen, sonst... Haha, entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich treib dich doch bloß meine Späßchen. Ich werde unter der Brücke... auf gut Zwieselgrund auf dich warten, um dich zu meinem Schloss zu führen. Das wird lustig, sag ich dir. Oh, Murasaki als Clown will ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, will ich mir nicht vorstellen. Aber ja... Ich werde es in die Projektionsding reintun. Der berühmte richtige Mann mit der roten Nase ist also tatsächlich aufgetaucht. Was hat er dir gesagt? Hat er dich auf sein Schloss eingeladen? Dann stimmt es also, was die anderen uns erzählt haben. Das alles ist mir höchst suspekt. Was mag er bloß in Schilde führen? Um das herauszufinden, bleibt uns nichts anderes übrig, als in die Nähe des vereinbarten Treffpunkts zu gehen und aus einiger Entfernung zu beobachten, was passiert. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass er etwas Unrechtes tut. Geh bitte schon vor, ich werde zuerst der Abenteuergilde Bericht erstatten und sehe dich dann später auf Gut Zwieselgrund. Thank you.
Ja, super. Ich muss hier hin. Von hier aus hast du den Treffpunkt gut im Blick. Warte ab, was passiert. Sehr verehrte Damen und Herren, ich heiße euch in meinem bescheidenen Schloss herzlich willkommen. Wo ist denn dein Schloss? Das klingt vielleicht etwas zu formell. Meine Freunde, willkommen in meinem bescheidenen Stübchen. Schatzilein, machst du wieder Stimmübungen? Der Junge hat einfach mal das Vampir-Outfit von vorigen Jahr oder so. Also vom ersten Jahr, glaube ich. Keine Ahnung, wann das da kam. Huch, ich habe dich gar nicht kommen hören. Warum bist du hier, mein Liebling? Boah, die Haare sind ja mal mega. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Und der Kleine auch. Also haben wir beschlossen, dich zu suchen. Papa, Mama hat mir alles erzählt. Du hast haufenweise Leute eingeladen, die mit mir spielen und meine Freunde werden wollen. Hurra! Ich freue mich auch sehr auf unsere Gäste. Es kommen doch hoffentlich haufenweise Leute, nicht wahr, Schätzelein? Natürlich, mein Liebling. Du kannst dich auf mich verlassen. Keine Ahnung, auch nur im Geringsten, dass es für alle, die ihren Fuß in das Schloss setzen, kein Zurück mehr gibt. Süße, unschuldige Lämmer, wenn sie wüssten, dass ihnen bald die Seele aus dem Leib gesaugt werden wird. Bitte was? Wenn wir genügend verängstigte Seelen gesammelt haben, werden wir unsere Kameraden herbeirufen, um über alle Stadtbewohner herzufallen und eine wahre Monsternacht abzuhalten. Monsternacht? Oh, das klingt lustig! Das wird bestimmt ein Heidenspaß. Für mich ist es auch das erste Mal, daher kann ich es kaum erwarten. Die Gäste werden bald eintreffen. Schnell, kehrt zum Schloss zurück und wartet dort auf mich. Erzähl schon, was ist vorgefallen? Seelen aus dem Leib saugen Monsternacht und die ganze Familie ist an diesem grausigen Plan beteiligt, sagst du? Wenigstens wissen wir Bescheid. Jetzt Bescheid, nur keine Panik. Die Abenteuergilde hat auf meinen Bericht hin in weiser Voraussicht einen Experten für merkwürdige Vorgänge entsandt, der uns bestimmt weiterhelfen kann. Mit seiner Unterstützung wird es uns bestimmt gelingen, den ruchlosen Plan zu vereiteln. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Dann stelle ich dir den Mann vor. Kürbiskeks und Magazin-Clowneske Gesichtsbemalung.
Darf ich vorstellen? Das ist Mark. Mark. Er erforscht okkulte Phänomene. Sehr erfreut. Kommen wir gleich zur Sache. Berichte mir bitte alles, was du über den Fall weißt. Interessant. Dann steht in dem Buch, das ich gelesen habe, also die Wahrheit. Schrecklich, aber auch schrecklich interessant. Verzeihung. Gestattet, dass ich euch ein wenig über diese Monsternacht erzähle. Alle Jahre zur Zeit von aller Schutzheiligen veranstalten die 12 Schutzheiligen jeden Abend im Himmel ein großes Bankett. Es wird gesungen, gegessen und getrunken. Nur Arbeiten ist nicht angesagt. Und so kommt es, dass ausgerechnet an aller Schutzheiligen der Schutz der Götter am schwächsten ist, das einige Monster schamlos ausnutzen. In der sogenannten Monsternacht führt die große Kürbiskopfscharen von Monstern durch die Stadt, die über die Bewohner herfallen und Chaos und Verwüstung anrichten. Die schrecklichsten Gräueltaten werden einem bestimmten Monster zugeschrieben. Genau, unserem Gevatter Pierrot, dem Clown des Todes. Es heißt, wer in seine Fänge gerät, kehrt nicht mehr lebend zurück. Schrecklich Ich meine, einfach schrecklich, nicht wahr? Grauenhaft. Wenn das alles wahr ist, dann weiß ich nicht, wie wir die Bewohner schützen können. Gibt es denn gar nichts, womit man die Monster beikommt? Ich bin froh, dass du das Thema ansprichst, denn ich habe eine erfreuliche Antwort auf deine Frage. Voilà, die Monsterschrecklaterne und das Seelenfängerwasser. Diese beiden Produkte habe ich höchst persönlich entwickelt, indem ich alte Schriften zur Monsternacht akribisch analysiert und eine Theorie zu den Schwächen der Monster erstellt habe. Die Monsterschrecklaterne macht sich die Anfälligkeit von Monstern für bestimmte Lichtwellenlängen zunutze. Mit dem Seelenfängerwasser verhindert man nicht nur, dass einem die Seele aus dem Leib gerissen wird, sondern es vermag auch bereits gestohlene Seelen wieder in den ursprünglichen Körper zurückzuführen. Ich kann es kaum erwarten, dass meine Produkte endlich an wahren Monstern getestet werden. Moment, soll das heißen, sie wurden noch nie einem Praxistest unterzogen? Der Typ, ne? Ich bin recht zuversichtlich, was ihre Wirksamkeit anbelangt. Außerdem dürfen wir in Zeiten der Not nicht allzu wählerisch sein und Risiko ist schließlich Teil eines Berufs als Abenteurerin, nicht wahr? Okay, Murasaki hat keine Seele mehr gleich. Dann bitte ich dich, mit der Laterne und dem Wasser ausgestattet, das Schloss zu stürmen. Ich werde unterdessen versuchen, die Gridania davon abzuhalten, der Einladung des Mannes mit der roten Nase Folge zu leisten. Ja, da wäre noch eine Sache. Es scheint bei Monstern einen seltsamen Brauch zu geben, Gäste mit einem Keks in der Form eines Kürbisses zu beschenken. Falls du die ganze Sache unbeschadet überstehst, zeig mir doch bitte den Kürbiskeks, ja? Hier hast du eine Kontaktperle, damit ich dich weiterhin unterstützen kann. Wenn du den Ort des Grauens erst einmal betreten hast... Fragen vor allem zu meinen Produkten zögere mich nicht, mich anzurufen.
Dann warte ich auf deine Rückkehr vom Miketus Amphitheater. Pass auf dich auf. Ich werde das auf jeden Fall Halloween am besten hochladen. Es ist ein Halloween-Event. Wenn also dieses Halloween auch noch mal ein Event kommt, dann lade ich das danach hoch.